Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach Tschernobyl und Fukushima ist, glaube ich, auch in der Bundesrepublik fast dem letzten, noch nicht dem allerletzten, aber fast dem letzten klar, dass die friedliche, sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie unverantwortlich ist, sowohl für die gegenwärtige als auch für zukünftige Generationen. Und der Antrag der Grünen nimmt eine Reihe von Punkten auf, wo ich glaube, die Rede des Kollegen Buchholz hat das gezeigt, wir einen großen Konsens haben, nämlich einmal das Einsetzen dafür, dass europaweit der Ausstieg aus der Atomenergie stattfindet und zum Beispiel die Subvention der Europäischen Kommission für das britische Atomkraftwerk beendet werden. Ich glaube, das ist ein völlig falscher Weg und dagegen muss auch Position bezogen werden. Und es ist ein absurder Zustand. Es ist ein absurder Zustand, wenn man Fernsehberichte sieht, dass in der Stadt Aachen Jodtabletten ausgegeben werden und Schulungen für den Katastrophenfall gemacht werden, weil hinter der belgischen Grenze dieser Schrottreaktor mit seinen Rissen immer noch läuft, statt abgestellt zu werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, da kann man dem grünen Antrag nur zustimmen, dass wir auch über die Grenzen hinaus, über die deutschen Grenzen hinaus dafür arbeiten müssen, dass der Atomausstieg vorangeht. Und das Thema Katastrophenschutz angesichts der Atomkraftwerke, die im Umkreis von Berlin entweder existieren oder auch in Planung sind, finde ich, ist ein richtiges Anliegen. Und deshalb bedauere ich es, dass wir das heute anscheinend nicht direkt abstimmen können. Aber wenn es die Zusage gibt, dass man das in der Ausschussberatung positiv vorantreibt und die Grundintention teilt, ist das ja erstmal gut. Ein weiterer Punkt, wo man sehen kann, wie unverantwortlich die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie ist, sieht man an dem gestrigen Kompromiss, der geschlossen worden ist. Der Spiegel titelt "Der letzte Sieg der Atomindustrie", weil wenn man sich das ansieht, 17 Milliarden Rückstellungen sollen in den Fonds gehen, plus 6 Milliarden zusätzlich, ohne Nachschussverpflichtung, dann heißt das, für die Endlagerung, für die ganzen Risiken der Atomenergie, die der Kollege Buchholz angesprochen hat, für die wir keine Lösung haben, die werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und wenn man sieht, dass die Atomenergie in der Vergangenheit dreistellige Milliardengewinne verbucht hat, dass diese Rückstellungen, die sie gebildet hat, dann auch letztendlich steuerfrei waren, weil das war der Abzug vom Gewinn, das war eine Kriegskasse für die Atomkonzerne. Und zwei Bundesfinanzminister sind daran gescheitert unter dem Druck der Atomlobby, sowohl Finanzminister Weigel als auch Oskar Lafontaine als Bundesfinanzminister, an dieses Thema ranzugehen. Das macht deutlich, wie sehr sich die Atomlobby hier durchgesetzt hat. Und dass heute diese Kommission, die eingesetzt wurde, und Jürgen Trittin erklären musste, ja, wir konnten nicht mehr machen, weil sonst hätte die Insolvenz dieser Energieversorgungsunternehmen gedroht, dann kann ich sagen, das ist ein weiterer Fall von too big to fail. Und an dieser Stelle hätte ich mir gewünscht, dass man auch mal darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, diese Atomkonzerne unter diesen Bedingungen in öffentliches Eigentum zu überführen, weil wir dann auch von der Rendite profitiert haben, die sie jetzt und in Zukunft möglicherweise machen. Und man hätte kontrolliert den Umstieg auf erneuerbare Energien vornehmen können, statt sie freizustellen. Die Aktionäre jubeln an dieser Stelle schon wieder und wir wieder die Risiken an dieser Stelle auf die Steuerzahler abgelastet haben. Das noch an dieser Stelle als Anmerkung dazu. Die Folgekosten der Atompolitik der Vergangenheit werden wir und die Generationen nach uns noch lange tragen zu haben. Vielen Dank.